So, dann einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem also vorgestern Netflix Superzahlen präsentiert hat, hat jetzt gestern also nachbörslich Intel enttäuscht. Doch der DAX steckt es jetzt hier relativ gut weg. Beim Gold und Silber tat sich in der Nacht wenig. Das sind erstmal die Kernaussagen, und da ja der Silber und Gold Chart gestern in der Spätausgabe nicht erschienen ist, wollte ich jetzt hier nochmal den Überblick zeigen in Silber und Gold und hier den Überblick, Wochenchart, Tageschart und Stundenchart, 4-Stunden-Chart, und hier sieht man den EMA 200 liegt hier bei 17,70. Hier liegt er eben auch im Stundenchart 17,70. Hier im Wochenchart ist es eine Unterstützung, hier jeweils ein Widerstand, und beim 4-Stunden-Chart liegt er relativ weit weg. Die Situation hat sich ein Stück eben in dem Sinn verbessert, da im 4-Stunden-Chart seit er hier über den EMA 38 ausgebrochen ist, konnte sich über der Rainbow-Unterkante halten. Hier relativ knapp noch, doch die Möglichkeiten eines weiteren Kursanstieges ist hier gegeben, obwohl natürlich weiterhin eine richtige Dynamik fehlt. Im Wochenchart ist die Unterstützung auch da, im Tageschart sowie im Stundenchart ist das hier halt eine hartnäckige Hürde, die eben erst auf Tagesbasis geknackt werden muss. Gestern kam ja eine größere Analyse raus, wurde es ja auch thematisiert, um einen kleinen Befreiungsschlag eben zu initiieren, muss hier die 1770 auf Tagesbasis gebrochen werden, um dann eben möglicherweise ja eine schöne dynamische Bewegung sofort Richtung oder über 18 US-Dollar einzuleiten. Daran hat sich eben auch heute nichts geändert. Wenn man hier den Tageschart anschaut, ist hier die 17,55 jetzt die Unterstützungslinie, die nicht brechen sollte. Im kurzfristigen Fenster, um die Option wirklich nach oben offen zu halten. Beim Gold ist hier gestern ein kurzfristiges Kaufsignal schon entstanden, Bruch der Abwärtstrendlinie, auch dieser Trendlinie erfolgte auf Stundenschlussbasis, aber auch hier gab es dann nochmal einen Rücklauf, der zunächst eingeplant war, allerdings eben dann hier hätte es jetzt hier nach oben dynamischer laufen sollen. Nichtsdestotrotz bleibt hier denn der Stopp knapp unter 1250. Und auch hier ist im Tageschart eben eine Widerstandsmarke knapp unter 1270, eben hier mit dem EMA 200. Kommen wir zum, erst bevor wir zum DAX kommen, kommen wir zum Nasdaq. Eben mit den Intel-Zahlen, aber da stand eben hier auch schon der Nasdaq wieder an der 4840. Dann kamen die negativen Intel-Zahlen raus, wurde nochmal rund, ja, eigentlich nur dann 10, 15 Punkte dann abverkauft, hält sich eigentlich relativ gut, für das Intel eigentlich ein Schwergewicht ist. Und so steht er halt jetzt hier im 4-Stunden-Chart. Ja. Zwischen dem Trendkanal hier hätte es noch deutlicher nach oben gehen können gestern, bevor dann eben nochmal ein Rücklauf erwartet worden ist. Wären die Zahlen eben dementsprechend gut ausgegangen, dann wäre hier der Anstieg so möglich gewesen wie eingezeichnet. Aber nichtsdestotrotz sind die Chancen weiter da nach oben. Der DAX lässt sich hier im Moment wenig beeindrucken.
Die ganzen Setups von letzter oder dieser Woche sind hier eigentlich abgearbeitet worden. Gestern eben noch gesprochen, dass hier frühzeitig ein Einstieg erfolgen sollte, nicht nur dieses Signal hier oben, denn da wäre ja kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis da gewesen und das Kursziel wäre auch hier noch nicht komplett erreicht worden. Was jetzt möglich ist, der DAX hält sich ja gut, wäre nochmal ein Hoch im Vormittagshandel, um dann schwächer zu tendieren oder eben einen direkten Rücklauf zu starten Richtung 10.580. Das wären jetzt hier erstmal meine Optionen. Eine wichtige Unterstützung sehe ich eben über 10.560 rum. Beginnen eben bei 10.580. Von dort kann sich dann eine Umkehrkerze bilden und dann einen größeren Aufschwung wieder einleiten. Das, was jetzt hier vorne ist, ist schwierig, ja, auch zu deuten, ob jetzt hier noch ein Hoch fehlt oder nicht. Allerdings Gewinnmitnahmen könnten eben folgen. Spannend wird es hier bei Vonovia, ob hier Käufer in den Markt folgen und eben über den EMA 200 den Wert tragen kann. Und bei der Lufthansa ist die Situation, dass er hier am EMA 50 steht und auch hier könnten Käufer weiter den Wert Richtung 11 Euro treiben. Da liegt man idealerweise, hat man hier ja fast das Tief erwischt und da könnte man langsam überlegen, ob man den Stopp nachzieht. Ein Blick eben auf den DAX. Oh, eben auch hier eine Korrektur. Ich will das jetzt hier nicht zu nah an den Markt legen, den Stopp noch. Die Möglichkeiten sind da, dass sich das hier eben deutlich nach oben auffächert, aber zuerst noch eine Korrektur folgt. Sonst gibt es ja wenig zu sagen zu den neuen, anderen Setups oder neuen Setups. Australischer Dollar, kanadischer Dollar versucht sich an einem Ausbruch. Der hier eigentlich aktiviert wurde. Ja, mir war hier eigentlich das Hoch noch wichtig. Der Bruch der Trendlinie ist aber definitiv nachhaltig geschehen. Und hier liegt man jetzt, ja, liegt er genau auf der Ausbruchsmarke. Somit ist eigentlich das Setup hier, wenn es dann minimal, aber es wurde dann aktiviert. US-Dollar, kanadischer Dollar gab es hier Erreichen des ersten Kursziels, dann einen bullischen Pullback, der etwas größer verlief. Und jetzt soll diese Marke nicht mehr gebrochen werden, um dieses Szenario aufrechtzuerhalten und eine weitere Korrekturbewegung einzuleiten. Das wären jetzt zwei Forex-Setups, die noch laufen. Bei den anderen müsste ich jetzt mal nachschauen. Danke fürs Zuhören, dann bis später.